Kann man an Krebs sterben? Die meisten schaffen es, mit Hilfe der Medizin wieder ganz gesund zu werden. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht klappt, wo alle Kunst der Ärzte versagt. Deshalb gibt es immer wieder Menschen, die auch an Krebs sterben. Es ist schlimm, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und es ist ganz normal, dass du darüber sehr traurig bist. Der Tod muss aber nicht nur schrecklich sein. Er ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Alles, was lebt, wird eines Tages sterben und macht Platz für neues Leben. Das gilt auch für uns Menschen. Dies ist der Kreislauf der Natur. Wie alt Lebewesen werden können, ist dabei sehr unterschiedlich. Manche Schmetterlinge leben gerade mal 2 Wochen. Schildkröten können 200 Jahre alt werden. Und der älteste Baum der Welt, er steht in Schweden, ist schon fast 10.000 Jahre auf der Welt. Und auch alle Menschen sterben irgendwann. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Was nach unserem Tod passiert, können wir nicht wirklich wissen. Es gibt dazu viele Gedanken und Ideen. Einige sagen, wir werden zur Erde und zu einem Teil der Natur. Manche sagen, dass wir in den Herzen und Erinnerungen unserer Lieben weiterleben. Und sehr viele Menschen glauben, dass nach dem Tod eine Art neues Leben beginnt. Und wir alle wiedersehen, die wir vermissen. Mit einem Menschen darüber zu sprechen, den du liebst und dem du vertraust, kann dir viel Mut geben. Deswegen hab niemals Angst, nachzufragen und über deine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Hast du noch mehr Fragen? Hier findest du die Antworten. www.krebshilfe.de